Hallo und willkommen zur Hessenschau an diesem Herbstabend, an dem Sie vielleicht später auch noch mal in ein gemütliches Restaurant gehen, um was zu essen. Aber wie ernst wird das da eigentlich genommen mit den Kontrollen, was 2G oder 3G angeht? Und wir schauen, was sich getan hat, 10 Jahre nachdem die rechte Terrorgruppe NSU aufgeflogen ist. Aber zuerst einmal schauen wir auf ein Virus und ausnahmsweise geht es nicht um das Coronavirus, sondern das RS-Virus. Das trifft vor allem Kinder, weil die während der ganzen Kontaktbeschränkung ihr Immunsystem nicht gut trainieren konnten, verbreitet sich das Virus gerade sehr stark in Deutschland und auch bei uns in Hessen. Und die Infektion kann schwere Atemwegserkrankungen auslösen. Die Kinderkliniken schlagen jetzt Alarm. Der 4-jährige Luca ist seit Samstag in der Kinderklinik in Darmstadt. Dass er sich mit dem RS-Virus infiziert hat, ahnte seine Mutter nicht. Ihr Sohn ist Asthmatiker und oft erkältet. Doch diesmal halfen die Medikamente nicht. Also da wurde uns ein bisschen anders, ganz ehrlich. Und dann sind wir hierher marschiert und haben eigentlich gedacht, wir können wieder nach Hause. Und dann mussten wir erst mal bleiben. Genau. Und haben dann auch lange gewartet, sehr lange gewartet. Aufgrund der Situation. Denn alle Betten waren belegt. Die Kinderklinik musste schon OPs verschieben, um Platz zu schaffen. Stand jetzt, gerade wo wir hier sprechen, 2 Kinder im Haus haben, für die wir kein Bett haben. Und wir auch auf der Intensivstation aktuell alle Plätze belegt haben und auch aktuell keine Beatmungsplätze haben. Im vergangenen Jahr hatten sie 10 Fälle, in diesem Jahr schon 130 Kinder, die mit Atemwegserkrankungen durch das RS-Virus eingeliefert wurden. So, aus den Jahren zuvor wissen wir ja, dass der Peak im November und Dezember kommt. Ich glaube, das ist zu befürchten, dass es der Anfang der Welle ist. Wir können nur weiter so vorgehen, dass wir eben dann schauen, dass wir unsere Kapazitäten insofern freischaffen, dass wir elektive Untersuchungen absagen, elektive Operationen absagen, versuchen, Personal aufzustocken und eben entsprechende Möglichkeiten zu geben, um mehr Kinder aufnehmen zu können. Auch in der Kinderklinik in Kassel landen jeden Tag 8 bis 10 Patienten mit einer viralen Lungenentzündung. Rund 80% haben sich mit dem RS-Virus infiziert. Der Grund für den Anstieg: durch die Corona-Schutzmaßnahmen hatten die Kinder weniger Kontakte, auch mit Krankheitserregern. Das Immunsystem hat im Prinzip jetzt 2 Winter oder knapp 2 Winter nicht gelernt, ist so damit unvorbereitet. Und das betrifft halt nicht nur das RS-Virus, sondern auch viele andere Viren. Und mit dieser kompletten Ladung und diesem Lernen auf einmal kommen die nicht klar. Stellen Sie sich vor, das ist so, als müsste ein Schüler an einem Tag Englischklausur, Matheklausur, Deutschklausur und nachmittags noch das Jugendsportabzeichen machen. Ja, die sind dann fertig. Die meisten Patienten sind hier nicht mal 4 Jahre alt. Von den 13 Intensivbetten sind 6 belegt. Die Belastung ist sehr hoch, doch noch sind sie handlungsfähig. Auch weil sie kein Personal abgebaut haben. Zurück nach Darmstadt. Die Mutter von Luca kannte das RS-Virus bisher nicht, das bei dem 4-Jährigen zu einer schweren Lungenentzündung führte. Heute ist eigentlich der erste Tag, wo er wirklich stundenweise, wenn er wach ist, mal ohne Sauerstoff kann. Aber sobald er sich zurücklegt und schläft, braucht er es dann immer noch, ne? Und erst wenn Luca 24 Stunden ohne Sauerstoffunterstützung auskommt, darf er wieder nach Hause. Das wird noch einige Tage dauern. Bis auch sein Immunsystem Viren wieder erfolgreicher abwehren kann, noch viel länger. Ja, und das Coronavirus, das beschäftigt uns ja auch noch. Zum Beispiel, wenn wir was essen oder was trinken gehen wollen, dann müssen wir entweder 2G oder 3G erfüllen. Immer mehr Betriebe steigen auf 2G um, also geimpft und genesen, weil sie dann auch mehr Gäste reinlassen können. Aber wo nicht immer wird der Nachweis kontrolliert. Deshalb rückt immer häufiger die Stadtpolizei aus. Wir begleiten die Hanauer Stadtpolizei bei einer Kontrolle der Corona-Regeln. Wir führen eine Gaststättenkontrolle in Verbindung mit einer Corona-Kontrolle durch. Ja, bitte. Sie haben 2G außen stehen. Jawohl. Dann hätten wir von den Herrschaften gerne mal die Impfnachweise oder die Genesennachweise gesehen. Hier ist alles okay. Weiter geht's zur nächsten Kontrolle. Dann vielen Dank, schönen Abend noch. Für uns geht's weiter ohne die Stadtpolizei. Wir testen auch undercover, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Eigentlich müssten wir in diesem Restaurant nach unserem Impfnachweis gefragt werden. Gefragt werden wir aber nur nach unserer Bestellung. Ähnliche Bilder auch in anderen Restaurants, in Cafés oder bei Friseuren in Frankfurt, Wiesbaden oder in Hanau.
In 7 von 10 Fällen will niemand einen Nachweis sehen. Dass es in der Branche sogenannte schwarze Schafe gibt, dafür hat Barbetreiber Jasmin Sora kein Verständnis. Es färbt ja an uns alle ab. Also Gastronomie bedeutet ja nicht 2 Läden in Frankfurt, sondern knapp 3000. Und wenn irgendwelche Fälle passieren, dann kommt wieder die Politik und sagt wieder, ja, die bösen Gastronomen. Ja. Das ist halt, was ich nicht verstehe. Dass Betriebe sich nicht an die geltenden Regeln halten, dafür kritisiert der Hotel- und Gastronomieverband DEHOGA vor allem die Ordnungsbehörden. Von ihnen fordert der Verband mehr Kontrollen. Gastronomen, die sich strikt an die Regeln halten, haben durchaus ein Akzeptanzproblem, wenn sie erleben müssen, dass es auch gut geht, wenn man sich nicht an die Regeln hält, weil es der Gastronom in der Nachbarschaft vielleicht nicht tut. Und insofern ist es schon sinnvoll, wenn auch der Staat und die Behörden die Ernsthaftigkeit dieser Regeln untermauern. Und das kann durch stichprobenartige Kontrollen durchaus machbar sein. Laut einer DEHOGA-Umfrage wurde in 82% aller Gastrobetriebe in diesem Jahr noch kein einziges Mal überprüft, ob die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden. Diese Kritik weisen die meisten hessischen Kommunen zurück. In einer hessenweiten HR-Umfrage erwidern sie, dass ihre Ordnungsbehörden sehr wohl genug Kontrollen durchführen. Wir haben im letzten Jahr insgesamt 37.500 Kontrollen durchgeführt im Zusammenhang mit Corona. Und davon waren allein 5.900 Kontrollen in Gaststätten. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben jede Gaststätte in der Stadt im letzten Jahr mehrmals besucht. Und tatsächlich, zumindest in Hanau, sind für viele solche Kontrollen Alltag. Wir hatten schon Zeiten, da waren sie jedes Wochenende hier. Das ist für die Gäste nervig. Weil es ja immer, also Polizei im Laden sieht ja immer seltsam aus. Auch die Stadt Frankfurt erklärt, allein im Oktober sei jeder 10. Gastrobetrieb kontrolliert worden. In den meisten Fällen habe es aber nichts zu beanstanden gegeben. Mit unseren Beobachtungen deckt sich das allerdings nicht. Auch deshalb haben einige Behörden erklärt, dass sie in Zukunft noch mehr kontrollieren wollen. Ja, und wir schauen auf die aktuellen Corona-Zahlen. Die hat jetzt Marcel in den Nachrichten. Ja, da geht's aufwärts. Auch heute die hessenweite Inzidenz ist gestiegen auf 130. Vollständig geimpft sind mittlerweile 66,14% der Menschen hier in Hessen. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 3,89. Ja, und der weitere Richtwert ist die Belegung auf den Intensivstationen. Aktuell sind laut Sozialministerium bei uns 198 Betten durch Covid-Patientinnen und Patienten belegt. Bei einer Zahl von 201 wird ja die erste hessische Warnstufe ausgelöst. Von einigen großen Arbeitgebern in Hessen, da hören wir diese Woche Gutes. Die Lufthansa hat operativ ja wieder mehr Gewinn gemacht. Und auch die Commerzbank peilt jetzt für das Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn an. Das hat Commerzbank-Chef Knof heute gesagt. Die Bilanz zeigt von Anfang Januar bis Ende September einen Überschuss von 9 Millionen Euro nach einem Verlust von 168 Millionen Euro ein Jahr vorher. Bis zu einer Gewinnausschüttung für die Aktionäre dürfte es allerdings noch etwas dauern. In Friedewald im Kreis Hersfeld-Rotenburg, da ist heute Vormittag mal gar nichts mehr gegangen. Da ist eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Die 45 Kilo schwere amerikanische Splitterbombe war gestern auf einem Privatgrundstück bei Gartenarbeiten gefunden worden. Für die Entschärfung sind in einem Radius von rund 300 Metern Häuser evakuiert worden. Mehrere hundert Menschen waren betroffen. Auch ein Seniorenheim musste geräumt werden. Mehrere Straßen waren zeitweise gesperrt. 10 Jahre ist es her, dass dieses rechtsextreme Trio aufgeflogen ist. Sie haben sich der nationalsozialistische Untergrund genannt und 9 Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Einer davon war Halit Yozgat aus Kassel. Der Mord ist bis heute nicht komplett aufgeklärt und für Menschen mit Migrationshintergrund gehören rassistische Anfeindungen tatsächlich noch immer zum Alltag. Er kennt in Kassel jede Straße. Hassan Çakir ist seit 25 Jahren im Minicar-Geschäft und fährt seine Kunden durch die nordhessische Stadt. Rassismus gehört für ihn zum Alltag. Meistens kommt nur raus, ihr Ausländer, scheiß Ausländer, machen so und so. Nicht direkt wirklich beleidigt, weil wenn das kommt, dann gibt es ja Zoff meistens im Auto. Manchmal werden aus Worten Taten. Vor einem Jahr wird einer seiner Kollegen niedergestochen, dabei schwer verletzt. Der Täter ist flüchtig. Seitdem greift Angst um sich. Wenn du als Busfahrer, Minigerfahrer im Auto bist und allein abends rumfährst, hast du schon das Bedenken, jeden Fahrer,
dass da was passieren könnte. Wirklich jetzt. Die Erinnerung ist wieder zurück. An den 6. April 2006, an den Mord an Halit Yozgat. Menschen mit Migrationshintergrund im Fadenkreuz. Bis heute sei die NSU-Mordserie nicht aufgearbeitet, findet der Kasseler Copyshop-Betreiber Serdar Kazak. Rassismus bleibe ein Problem. Wenn wir als Gesellschaft dieses Thema nicht richtig verarbeiten und abschließen, das Thema kommt immer wieder zurück. Also so wie eine Krankheit, was man nicht so richtig heilt, dann nach Monaten hat man immer noch. Kazak spürt das ganz persönlich. Auch er wird nicht selten feindlich angegangen. Deshalb kämpft er dafür, das zu ändern. Wenn es einen Streit gibt, da muss sich mein Nachbar gewöhnen, dass er nicht mit einem Ausländer, sondern mit einem Mensch redet. Nicht nur in Kassel wirken die Taten des NSU nach. Die Berliner Regisseurin Aysun Bademsoy hat für einen Film mit mehreren Angehörigen der Opfer gesprochen, überall in Deutschland und auch in der Türkei. In Spuren, die Opfer des NSU, zeichnet sie die psychischen Folgen nach und nimmt eine neue Skepsis gegenüber Deutschland wahr. Deutsche Polizei ist bei türkischen Familien ganz oben angesehen. Ja? Also wenn die versagen und einen nicht schützen können, dann ist eine ganz große Angst vor diesen staatlichen Institutionen, dass die nicht arbeiten, richtig gut arbeiten, dass sie nicht ermitteln, dass sie nicht diese Familien wirklich schützen. Auch Bademsoy sieht Lücken in der NSU-Aufklärung, vor allem mit Blick auf den Mord an Halit Yozgat in Kassel. Unternehmer Hasan Çakır denkt daran auch noch oft und hofft, dass so etwas nie wieder passiert. Die Zeit ist vorbei. Wir sind alle gleich in meinen Augen. Das muss sich ändern, dass man jeden gleich behandelt, wie er ist als Mensch. Genau 10 Jahre sind seit der Enttarnung des NSU inzwischen vergangen. Schließen wird sich das Kapitel für Kassel und seine Menschen wohl nie ganz. Ja, vor 10 Jahren wurde der NSU enttarnt, genauso wie das Versagen beim Verfassungsschutz. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Landtagskorrespondenten Tobias Häuser. Tobias, der Verfassungsschutz, der hat jetzt nicht unbedingt die beste Figur abgegeben bei der Aufklärung. Würde er denn so eine Terrorgruppe wie den NSU heute besser und auch früher vielleicht entdecken? Zumindest wird die Gefahr des Rechtsterrorismus heute deutlich ernster genommen, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Vor 10 Jahren wurden auch Rechtsextremisten in Hessen gar nicht so genau beobachtet wie heute. Und auch das Landesamt für Verfassungsschutz ist besser aufgestellt als vor 10 Jahren. Sein Präsident Robert Schäfer sagt heute, der Rechtsextremismus sei derzeit die größte Bedrohung für unsere Gesellschaft. Und was dagegen spricht, sozusagen, dass man es heute früher entdeckt, ist, dass die NSU-Morde ja nur ein Auftakt waren für eine ganze Serie von Rechtsterrorismus auch in Hessen. Es folgt der Mord an Walter Lübcke, das Attentat in Hanau und die Drohschreiben NSU 2.0. Und auch diesmal haben die Sicherheitsbehörden weder den Mörder von Lübcke noch den Mörder von Hanau auf dem Schirm gehabt. Und das, obwohl der Mörder von Walter Lübcke, nämlich Stefan Ernst, dem Verfassungsschutz eigentlich seit Jahren bestens bekannt war. Und wir wissen heute, es gibt zahlreiche Verbindungen zwischen Stefan Ernst und dem NSU-Umfeld. Also da wird noch viel aufzuarbeiten sein. Es gab auch Untersuchungsausschüsse, insgesamt 13, ja, und auch diesen wirklich großen Mammutprozess in München, Beate Zschäpe vor allem. Und noch immer sind heute sehr viele Fragen offen. Wie kann das denn sein? Ja, die Bilanz ist enttäuschend. Viele Beobachter sagen sogar beunruhigend. Es gibt 2 Sätze im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages, die das Ausmaß der Unkenntnis tatsächlich belegen. Dieser erste Satz, der lautet: Wir wissen nicht, wie es war. Dieser Satz ist das Eingeständnis des Scheiterns tatsächlich, dass man nicht aufklären konnte, was man aufklären wollte. Und der 2. Satz lautet: Wir wissen, dass es nicht so war, wie es die Bundesanwaltschaft hat darstellen wollen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages glaubt der obersten Anklagebehörde nicht, dass es nur 3 Täter gab. Und in allen Untersuchungsausschüssen wurde zudem klar, Verfassungsschützer haben sehr gerne verschleiert und auch vertuscht. Und das wirft die Frage auf: Wurden Geheimhaltungsinteressen des Staates
über die Aufklärung von 10 Morden gestellt und die Strafverfolgung möglicherweise weiterer Täter damit behindert. Vor allem für die Angehörigen der Opfer ist dieser Verdacht schwer erträglich. Und einer hat das auch mal zugegeben. Es war Klaus-Dieter Fritsche, ehemaliger Koordinator im Bundeskanzleramt für Nachrichtendienste. Er hat in beispielloser Offenheit erklärt, es dürfen keine Staatsgeheimnisse bekannt werden, die ein Regierungshandeln unterminieren. Und das wirft die zwei zentralen Fragen auf. Hat der Staat etwas verheimlicht und wenn ja, warum? Auch 10 Jahre nach dem Bekanntwerden des NSU sind diese beiden zentralen Fragen nicht beantwortet. Ja, und die Frage ist, werden sie überhaupt jemals beantwortet werden? Tobias Häuser, unser Landtagskorrespondent. Vielen Dank nach Wiesbaden. Künstliche Intelligenz, die gibt's in vielen Bereichen. Im Alltag zum Beispiel, wenn wir mit der Gesichtserkennung unser Smartphone entsperren oder auch beim Autofahren. Wo man sie aber vielleicht nicht unbedingt erwartet, sind Banken, also das Finanzwesen. Aber auch da wird künstliche Intelligenz eingesetzt und ist sowas wie ein Finanzassistent. Unsere Reporterin Sarah Plass hat einen Banker getroffen, der ihr erzählt hat, wobei dieser Assistent genau hilft. Die KI verändert auch die Finanzbranche wie Banken oder Versicherungen tiefgründig. Auffällig bei meiner Recherche ist, dass die wenigsten da richtig offen drüber sprechen wollen. Aber klar, das höchste Gut ist nun mal das Vertrauen der Kunden. Gleichzeitig verfügen Finanzunternehmen wie kaum eine andere Branche über Kundendaten in Hülle und Fülle. Ihn darf ich ausfragen. Ein bisschen. Shivaji Dasgupta ist bei der Deutschen Bank auf Big Data und KI spezialisiert. Er ist ein Mann der leisen Worte, immer freundlich lächelnd. Heute mit dabei sitzen zwei Kolleginnen der Presseabteilung. Hier geht es um sensible Daten, da wird doppelt aufgepasst. Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich prädestiniert, um benutzt zu werden, weil wir haben so viele Daten, auch historische Daten, die wir dann in der Tat für künstliche Intelligenz oder für Analysen nutzen können. Zum Beispiel im Kreditgeschäft, wo sie dann die Risikoberechnungen oder Kreditwürdigkeitsprüfungen machen. Die basieren sich ja alles auf Daten. Shivaji Dasgupta verantwortet in der Privatkundenbank die Datenstrategie und KI. Er sagt, für Banken ist künstliche Intelligenz eine notwendige Voraussetzung, um künftig weiter erfolgreich zu sein. Kann KI dann irgendwann die Menschen ersetzen, die hier arbeiten? Sind Maschinen vielleicht die besseren Banker? Also wir sind seit 2016, 2017 schon dabei, mit verschiedenen Anwendungsfällen, verschiedenen Bereichen uns mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen als Bank. Die Frage, wann künstliche Intelligenz Menschen ersetzen können, das ist etwas, wo wir als Bank sehr stark glauben, dass davon sind wir weit, weit entfernt. Alle Anwendungsfälle, die wir sehen, sind sozusagen, wie ich immer nenne, so Hybridfällen. Die müssen trotzdem mit Menschen geprüft werden. Es ist immer ein gemeinsames Spiel zwischen Menschen und künstlicher Intelligenz. Und daher beschäftigen wir uns viel mehr mit der Frage, wie können wir solche Prozesse, solche Fälle besser gestalten, als mit der Frage, wann können wir die Menschen ersetzen? Ich will von Dasgupta wissen, was genau die KI jetzt schon im täglichen Geschäft macht. Alles erzählt er mir nicht, das schon. Zum Beispiel im Kreditgeschäft haben wir jeden Tag um die 20.000 Fälle, die wir mit künstlicher Intelligenz bearbeiten, um die Daten bekommen und auch in die verschiedenen Prozesse nutzen zu können. Andere Bereiche, wo wir auch Texterkennung nutzen, sind zum Beispiel im Rechtsbereich, dass wir die Unterlagen mit künstlichen Intelligenzalgorithmen schneller, effizienter lesen können. Aber gerade wenn es um Kreditwürdigkeit geht, stecken in historischen Daten nicht auch Vorurteile und werden diese sogenannten Bias dann nicht immer weitergetragen? Historische Daten von Menschen getroffen haben irgendein Bias. Das ist ganz klar. Das sind einfach
Entscheidungsgrundlagen gewesen damals. Also das ist ja keine Vorurteile in dem Sinne, das waren Entscheidungsgrundlagen. Was waren die? Wie sind diese Entscheidungen getroffen worden? Und aus unserer Sicht als in der Bank, was wir sehr, sehr stark versuchen, ist diese Teams, die an diesen Algorithmen arbeiten, aber auch diese Rückmeldungen geben auf Basis der Ergebnisse, sehr divers zu halten, sehr aus verschiedenen Bereichen, aber auch aus verschiedenen Geografien. Er selbst pendelt zwischen München und Frankfurt. Das Team, das für ihn arbeitet, sitzt noch weiter verstreut. Auf der ganzen Welt. Top ausgebildet und diskret. Denn es geht hier nicht nur ums Privatkundengeschäft. Mit KI werden auch Zahlungsströme auf Unregelmäßigkeiten hin kontrolliert, um zum Beispiel Geldwäsche auf die Spur zu kommen. Wir haben Teams, die in Frankfurt und Eschborn sitzen und auch in vier Ländern, in Indien, USA, Rumänien und Russland. Wo auch immer die Menschen sitzen, sie machen das, was Maschinen noch nicht erledigen können und möglicherweise auch nicht sollten. Ethische Grundprinzipien bestimmen, Risikomanagement, Transparenz oder auch Empathie. Aber selbst wenn ich einen sogenannten Couchkredit beantrage, das weiß ich jetzt, sind es heute schon Maschinen, die darüber mitentscheiden. Und wir schauen jetzt nach Fulda. Nochmal Nachrichten mit Marcel. Ja, dort hat der mutmaßliche Missbrauch eines minderjährigen Sohns durch dessen Mutter in den letzten Wochen viele beschäftigt, wegen erheblicher Zweifel. Am Wahrheitsgehalt der Aussage des Sohnes ist die Mutter heute freigesprochen worden. Die Frau war zuletzt von einem Mob aufgesucht, beschimpft und bedroht worden. Großer Tag heute beim Hessischen Rundfunk, hier bei uns, Tag der offenen Tür, Corona-konform virtuell. Und so hatten ganz, ganz viele Menschen heute die Chance, hinter unsere Kulissen zu schauen. Die Programmmacher ganz nah und ganz persönlich. Sie lieferten heute seltene Einblicke in die spannenden und bewegenden Angebote des Hessischen Rundfunks. Zudem plauderten sie offen über ihren Arbeitsalltag, ob als Korrespondent in Afghanistan oder als Moderatorin der Hessenschau. Mit dabei waren über 1000 Interessierte. Übers Netz konnten sie Fragen stellen, zum Beispiel zu den Infoangeboten der Hessenschau. Es war schön zu sehen, für wen wir das machen. Die ganzen Gesichter zu sehen und gleichzeitig auch zu erfahren, wo die uns überall sehen. Also einer hat geschrieben, auf dem Hometrainer schaut er die Hessenschau. Andere hat eben gerade gesagt, beim Abendessen auf dem iPad sehen die uns. Mediathek benutzen auch manche. Nachts den Ticker nochmal gelesen. Das ist so schön zu sehen und zu erfahren, dass sie uns auf so vielen Kanälen wahrnehmen. Dein Tag im HR. Virtuell, persönlich und vor allem sehr herzlich. Ja, und wenn Sie am Wochenende auch gerne durch die herbstlichen Wälder hier bei uns in Hessen spazieren, dann sehen Sie womöglich auch, was jetzt der neue Waldzustandsbericht des Umweltministeriums zeigt. Die Folgen des Klimawandels, Trockenheit, Käfer, Pilze. Viele Bäume seien beschädigt, über alle Arten hinweg. Betroffen sind vor allem ältere Bäume. Die gute Nachricht in diesem Sommer, da war es nicht ganz so trocken. Und dadurch haben bis zu 60 Jahre alte Bäume profitiert. Insgesamt ist der Anteil stark beschädigter Bäume aber weiter hoch. Soweit die Nachrichten. Und jetzt schauen wir mal, wo es uns mit der Hessenschau hinzieht. Hülya. Genau, das machen wir. Dankeschön, Marcel. Ja, es ist nämlich Donnerstag und das heißt bei uns in der Hessenschau natürlich, dass das dolle Dorf gezogen wird. Ja, und das ist heute der Job von Jens Kölker und wie ich sehe, steht er schon bereit, reibt sich die Hände und es ist kalt. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, Feuer frei und an die Lostrommel. Ja, mache ich doch, sehr gerne. Hier ist sie, die Lostrommel mit ganz vielen Losen, mit Dörfern drauf, die weniger als 2000 Einwohner haben. So. Und eins davon werden wir heute Abend noch besuchen. Ich bin sehr gespannt. Ich gucke nicht rein. Hab's rausgezogen, mach die Klappe zu und lese vor. Es geht nach Seelenberg. Seelenberg ist ein Ortsteil von Schmitten mit 570 Einwohnern und liegt im Hochtaunuskreis. Liebe Leute in Seelenberg, bitte jetzt mal anrufen unter der unten eingeblendeten Nummer 069 155 2490. Ich wiederhole diese Nummer gerne nochmal. 069
155-2490. Dann können wir schon mal telefonisch klären, wo wir uns heute Abend Corona-konform treffen können und wie wir am schnellsten zu Ihnen kommen. Nach Seelenberg. Also der Name lässt tatsächlich einiges erhoffen und vermuten. Ich freue mich sehr drauf und wir sehen uns dann später. Julia. Ja, wir sind gespannt, Jens, welche Geschichten ihr da auftreibt. Dankeschön. Ja, vielleicht steht in Seelenberg ja auch schon der Weihnachtsbaum. Hier in Frankfurt wurde er jedenfalls heute aufgestellt. Das ist ja immer so ein Riesending in der Stadt. Genauso wie die Diskussion um das Aussehen. Und meistens wird genörgelt. Seit heute ist die Fichte Gretel in Frankfurt, um Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Am Ende ging es doch ganz schnell. Gretel hat den Weg aus dem Wald gefunden. Dabei war die Ankunft am Römer doch eine knifflige Angelegenheit. Denn Gretel ist länger als ihre Vorgänger. 31 Meter misst die Fichte aus dem Jossgrund. Der Oberbürgermeister freut sich schon mal über ihre Ankunft. Na, erstmal Erleichterung, keine Spitze abgebrochen. Man ist um die Ecke gekommen, das ist schon schön. Und es löst ein sehr warmes Gefühl aus. Also mir geht dann schon das Herz auf, wenn ich das Gefühl habe, es gibt dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt. Jetzt müssen die 8,5 Tonnen von Gretel noch aufgerichtet werden. Der Feinschliff, der folgt. Wir haben ja am Stamm extra spezielle Eisen, die drumherum kommen. Und da sind Löcher drin und da kommen extra spezielle Äste rein, die wir unten abgeschnitten haben. Die kommen da wieder rein und werden festgeschraubt. Aber wie kommt sie an, die 90 Jahre alte Gretel? Es gibt schönere Bäume. Und ein alter Frankfurter sagt, in Frankfurt, ihr habt noch nie schöne Bäume. Wenn er geschmückt ist, sieht er vielleicht schön aus, also jetzt nicht. Der Baum ist schön. Sagen wir so, wenn er steht, dann wird er wahrscheinlich gut aussehen. Im Moment sieht er nicht so gut aus. Ne? Wo ich jetzt gesehen habe, dass er ein ganz schön großes Stück dann versenkt wird von dem Baum, dass der überhaupt dann in dem Loch dann gut verankert ist, sage ich mir, da kann man noch was draus machen. Vielleicht wird er schöner mit dem Schmuck, aber er sieht nicht so schön aus, weil die Äste hängen auch runter. Stehen tut sie. Sind wir gespannt, wie sich Gretel zu Beginn des Weihnachtsmarktes am 22. November präsentiert? Ja, bis zum 22. November müssen Sie nicht warten, bis es noch mal Nachrichten gibt. Die gibt es nämlich heute schon und Marcel weiß auch wann. Da ist auch eine 22 drin, 22.15 Uhr heute Abend, die späte Ausgabe der Hessenschau. Freuen wir uns, wenn Sie mit dabei sind. Ja, und nach der Tagesschau geht's alles wissen und da geht's heute rund um das Thema Vitamine. Was ist gesünder, der Saft oder die Frucht oder der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt? Alles wahrscheinlich. Danke fürs Zusehen, schönen Abend. Tschüss.